Willkommen zurück zu einer neuen Folge Skyrim. Hier in Folge 31 befinden wir uns noch bei den Gefährten, so scheint es. Hier sind ganz viele Menschen, die alle das Gleiche sagen. Und sie haben aber uns gesagt, dass es einen Anführer gibt. Und wir haben den auch jetzt markiert bei den Quests. Und das deutet alles darauf hin, dass wir in den Keller sollen. Aber das wollten wir ja sowieso. Die Wohnquartiere. Oh, bald sind wir Stufe 8. Uns kann man nicht mehr mit Furcht in die Flucht schlagen. Und ich glaube, wir leveln. Den kennen wir schon. Stimmt, Artis kennen wir. Euch kenne ich noch nicht. Thor war auch, oder? Doch. Ja, das war der mit den roten Augen. Der andere hat noch ein bisschen rot. Die sind alle so. Sind alle irgendwie ein bisschen voll komisch. Rein. Stehlen. Okay, hier wollen wir nicht stehlen. Wir sind auf der Suche nach dem Anführer. Der ist genau da. Nein, oder da. Oder auch. War hier noch was? Nee. Da hinten. Sitzt da bestimmt schon. Aber er ist auch markiert, ne? Ja. Wir sind überall noch. Müssen wir jetzt trotzdem nochmal umgucken, würde ich fast sagen, oder? Noch Türen, ne? Guck mal. Hier liegen auch noch Bücher. Ich mag kleine, schnelle Klingen. Naja, also. Ja, das erwähnt ihr immer wieder sehr gern. Ihr wisst, dass ich Hämmer-Äxte mag. Sind die nicht langsam? Ich kann angreifen und mich zurückziehen, bevor ihr auch nur einmal... Kein Gold. Aber Kleidung 10. Oh. Das sollten wir mal ausprobieren. Ohne Vitrine zum Aufschließen. Ja. Und ein Eisendolch und ein Geldbeutel. Schon nice. Lavendel mitnehmen. Hm? Haben wir noch nicht. Hm? Was ist das denn? Ach du Kacke. Oh cool, Wundertrunk des Volltreffers. Nice, Heiltränke. Sehr gut, wir haben echt viele, glaube ich, davon. Und wir heilen uns trotzdem immer mit Nahrung. Kriegst du eine Expertenvitrine auf? Ist das Experte gewesen? Ja, aber ich will mal sehen, was drin ist. Oh, ein Buch. Und ein richtig fetter Bogen. Richtig guter Bogen, ja. Oh, kriegst du das auf? Soll ich probieren? Wir behalten das mal im Auge und... Oder? Ja, weiß ich nicht, ja. Was würdest du sagen? Ich will das haben! Die Expertenvitrine. Folge 33. Wir sind mal wieder auf der Suche nach Dietrich und wir haben nämlich keine mehr. So, nein, was würdest du denn machen? Mir ist es egal. Ich weiß nicht, schaffst du das denn? Erstmal das Salz mitnehmen. Man kann ja erstmal probieren, ne? Ein Dietrich kann man ja mal. Salz? Ja, da liegt noch Salz. Trollfett meine ich. Entschuldigung. Trollfett, schon wieder. Wo kommen die denn alle her hier? Und tolle Stiefel. Was ist in der Truhe? Nichts. Oh, okay. Oh, wir hätten nicht in die Vitrine gucken sollen. Oh, komm, gib ihm. Ich guck mal. Warte. Okay, Freunde. Spult einfach bis dahin, wo das Schloss auf ist. Das ist, erster. Wo war ich da? Ungefähr. Hat ihn irgendwer gesehen? Oh, ich glaube, das ist zu krass. Warte. Nee, das geht nicht. Nein. Dachte, da wär's. Aber es geht trotzdem das Schlossknacken hoch. Mach ich mal weiter, ne? Ich weiß, ich bin gerade ein bisschen schnell unterwegs mit dem Dietrich, aber ich versuche einfach die Stelle zu treffen. Ach, okay. So, ein Dietrich noch. Einen noch? Ja. Dann Schluss? Ja. Nein. Aber es skillt das Schloss. Das, Klammer. Das war's? Ah, wir haben nur noch 15. Komm, ich will einmal rum. Ich muss okay. Ich will nur mal gucken, ob man das überhaupt irgendwie merkt.
wird uns noch 3 Dietriche kosten, aber man überhaupt merkt, dass da irgendwas geht. Vielleicht geht auch einfach nichts. Wenn man glaubt, dass es irgendwo, dann bricht der Dietrich einfach megamäßig ab. Ach Gott. Dum, dum. 14 Dietriche to go. Wir merken uns, wo der Dietrich steht. Ich hab's mir gemerkt. Ja. Ziemlich easy. Aber es ist noch nicht perfekt. Ich muss noch ein bisschen drehen, glaube ich. Oder weißt du das? Oder? Ich fühle das. Ein guter Khajiit hat das im Gefühl. Oh, aber nicht so weit. Nee, nur ein bisschen so. Der hat noch nicht gesessen. Und das war wieder einer weniger. Und wir sind ungefähr... Ach Gott, ich wollte doch... Da wollte ich hin. Nee, so die Vitrine ist fast offen. Nee, das war nichts. Wir müssen nach oben. Testen. Oh nee, Gott. Das war noch schlechter. Und das? Der ist auch nicht gut. Irgendwie ist das spannend. Ich weiß nicht warum. Aber es ist spannend. Oh, hier? Na? Nein? Ja. Ach, das muss dazwischen sein. Es ist ja nicht zu fassen. So? Ach, nee. Okay, jetzt Konzentration. Ich meine, es geht hier um die Pixel, ne? Komm schon. Das ist nicht. Das ist nicht. Ah! Nein! Der war es nicht. Der ist immer wieder schlimm. Oh Gott, der ist ja ganz schlecht. Komm schon, wir haben es doch jetzt schon fast. Irgendwo dazwischen. Gehen. Okay, ich werde nochmal ein ganz klein bisschen weiter nach außen ausholen. Da dreht es sich auch noch sehr gut. Sehr gut. Aber sogar. Vielleicht ist es auch weiter außen noch, also weiter unten. Ja, es ist da. Du musst auch nicht immer ganz zurückrotieren lassen, oder? Das kann sein. Ich könnte so machen. Nee. Komm schon. Nein! Ich hab's einfach mal drauf ankommen lassen. Das war schlecht, aber... Oh Gott. Wenn wir es nicht schaffen, ne, dann ist das Schloss, glaube ich, wieder resettet. Jetzt musst du es schaffen. Jetzt hast du so viele Dietriche verbraten. Jetzt will ich das Buch und den Bogen. Ich glaube, es ist weiter unten sogar noch. Oder? Da war es, glaube ich, schon mal weiter. Meinst du? Ja, irgendwie. Na? Nee. Nein! Ist abgebrochen, ja, ne? Ja! Ich war mir nicht sicher, was passiert ist. War das so? Ungefähr, ja. Das könnte auch schon richtig sein hier. Nein. Nee, noch nicht ganz. Oh mein Gott. Ein zu weit. Jetzt geh auf, Schloss. Ja! Schlossknacken verbessert auf 28. Oh Gott. So, Freunde. Warte, bist du gerade gesehen? Okay, offensichtlich. Das wäre ungeschickt. Elfenbogen. Und lesen. Nice! Und stehlen. Dann kann ich ja. So, hat keiner gesehen. Sollen wir da noch was reinlegen jetzt? Schloss. Unseren alten Bogen? Echt? Nee, ich würde den alten Bogen behalten. Okay. Weil gestohlene Gegenstände ja schnell mal weg sind. Ah, ja, okay, stimmt. Du hast recht. Hab ich gehört. So. Wunderbare Folge. Aber wir haben gezeigt, nichts ist unmöglich. Gut. Richtig. Ach, das ist ja. Bier. Ich dachte, schade. Nun gut. So. Kommen wir zu dem Task, den wir eigentlich hatten, in diesen Raum. Nächsten Raum. In den nächsten Raum. Oh, eine Vitrine. Bin ich alleine? Nein, da ist wirklich eine. Es ist. Soll mal reingucken?
Okay. Boah, aber die ist, nee, ist jetzt zu teuer, glaube ich. Ist das Experte? Nee, lassen wir auf jeden Fall. Eine, nicht zwei Schlösser auf einmal in einer Folge. Das ist eine schlechte Idee. Duck dich. Okay, Geldbeutel. Hallo. Wo hast du das Geld gesehen? Da. Hinter dem Becher. Oh, 34. Wären richtig, richtig. Oh. Why not? Komm. Irgendwie können wir es einfach nicht lassen, ne? Das ist Standard eigentlich. Wir brauchen die 5000. Ja, wir brauchen, es ist eine milde Gabe, Spende, wie auch immer. Vielleicht hören wir ja auf, wenn wir die 5000 zusammen haben. Sieht, oh, das wollte ich gar nicht. Oh Gott. Ja, die E-Taste ist auch einfach hier präsent mitten auf der Tastatur. Was soll ich machen? Aha. Cool. Ja, mit. Was ist das? War das ein Buch? Ja, irgendwie schon. Was liegt da für eine Blume? Tollkirsche, nehmen. Schwupps. Salz auch immer, Salz brauchen wir immer. Ups, das alles. Wollte ich gar nicht. Mehr. Okay. Schwupps. Oh Gott. Interessantes. Sind das Karamellbonbons? Nee, Kriechranke, okay. Fast. Feuersalze. Irgendwelche ganz interessanten Zutaten. War ich da schon? Ja. Nein. 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 Gut. So, jetzt aber, ne? Oder habe ich was übersehen? Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht. Achso, wir waren hier nie. So, klar, wir sind ein schlechter Dieb. So, hat keiner gesehen. Ich komme hier gerade wahrscheinlich wieder. Auf der anderen Seite auch nochmal zwei Räume. Moin. Kriegshammer. Riesiger Trollschädel. Können wir nicht irgendwie den Feueralarm irgendwie starten und dann räumen wir alles aus? Sind hier noch. Oh, oh, oh. Da läuft einem das Wasser im Mund zusammen. Wir müssen unbedingt auf Schlossknacken auch skillen, glaube ich. Okay. Wir sind hier noch. Boah, was ist das denn? Das will ich haben. Kann ich wir das sowas haben? Nicht sogar schon mal? Ich weiß nicht, ich hab's eigentlich nicht. Weiß ich jetzt gerade nicht. Guck mal hier die ganzen Bücher noch durch. Ist da noch was bei? Lesen kann man ja, ne? Kein Problem. Ja, ich meine jetzt nach Wert einmal gucken, ob da was Sinnvolles dabei ist. Zum Beispiel das. Ha, sehr gut. Zweihändig verbessert. Der ganze Schrank auch noch voll mit Büchern. Oh, nicht E, nicht E drücken. Der Schrank, wo da? Da, ne? Lalala. Lalala. Nee, das sah jetzt nicht so aus, als wäre da was. Guck mal, die Schale ist auch unglaublich viel wert. Zum Verachten. Okay, blaue Schalen bringen auch was. Sie gucken auch noch so und wir stehen da. Da, da, da. Und, ah, Wilkans, das ist der Bruder von. Wie hieß er denn jetzt? Hab ich vergessen. Farkas? Farkas, ja. Farkas und Wilkas. Wiskas. So, ich glaube, das ist unser Ziel. Das sieht man an der Markierung. Sieht auch irgendwie am ältesten und tollsten aus. Ich rede nochmal vorher mit ihm. Großartig. Noch so ein Ehrgeizling. Der hat... Ihr denkt, ihr könntet hier einfach so reinspazieren und euch zu uns gesellen? Und du? Ein Fremder betritt unsere Halle. Der hat auch nichts Neues, aber wir sollen mit ihm sprechen. Und, ja. Was machen wir? Tja, was sollen wir denn bei ihm erzählen, laut der Quest? Ich guck mal. Wahrscheinlich das mit dem Beitreten. Also wir sind gerade bei hier und dann sprich mit dem Anführer der Gefährten. Ja, dann sprich doch mal erstmal alles andere. Seid außer Beitreten, gegrüßt, ne? Fremdling. Aus der Politik hält man sich besser heraus. Ich persönlich bevorzuge die direkte Konfrontation. Wie die meisten von uns
habe auch ich diese Familie nach dem Verlust meiner eigenen gefunden. Ich habe die äußersten Gebiete dieses Landes bereist und dabei alles gelernt, was es über Schwert und Axt zu lernen gibt. Ich war nur ein Junge, doch in meinem Herzen brannte das Feuer eines Mannes. Und eines Tages holte mein Körper meinen Geist ein. Mein Vorgänger Aska fand mich in Hammerfell. Ich diente dort einem dünnhälsigen Fürsten als Leibwache. Er brachte mich hierher. Und mir wurde klar, dass ich damit in mein wahres Zuhause gekommen war. Ich will dieser Familie Ehre bringen. Und der Familie, die ich verlor. Meiner Mutter, meinem Vater und meinem Großvater. All meinen Schildgeschwistern. Familie und Ehre. Das sind die Grundfesten der Gefährten, Junge. Und wer sind die Gefährten? Wie die meisten von uns habe auch ich diese Familie nach dem Verlust meiner eigenen gefunden. Ich habe die äußersten Gebiete dieses Landes bereist und dabei alles gelernt, was es über Schwert und Axt zu lernen gibt. Ich war nur ein Junge, doch in meinem Herzen brannte das Feuer eines Mannes. Drück mal bitte Escape, hätte ich irgendwie gerade das gleiche erzählt. Eines Tages Danke. Holte mein Körper meinen Geist immer noch nicht auf. Okay, dann rede nochmal neu mit ihm. Okay, ein und dann? Fremder betritt unsere Halle. Oh, hast du überhaupt, wer sind die Gefährten gefragt? Ich dachte. Mach nochmal. Eure Frage wiegt schwerer, als Ups. Ihr vielleicht denkt, Neuling. Über solche Dinge denken wir unser ganzes Leben lang nach. Der Unterschied zwischen einer edlen Kriegergruppe und einer lausigen Mörderbande ist dünner als die Schneide eines Schwerts. Ich versuche, uns auf dem rechten Pfad zu halten. Tja, also das Questziel wird sein, ich würde gerne den Gefährten beitreten. Ich weiß aber nicht, ob wir das machen wollen. Ja, vielleicht machen wir erstmal nochmal andere Quests. Genau, ich würde auch sagen, wir gucken erstmal nochmal rum, vielleicht gibt es noch andere. Wollen wir noch hier das restliche Geld mitnehmen? Also nicht das, was jetzt hier unmittelbar liegt, aber... Da vielleicht? Ja. Liegt da jemand? Nee. So. Ja, das können wir ja nochmal machen dann. Und genau. dann würde ich sagen, ja. machen wir uns wieder fit mit schönem Handel und schweren Dingen, Verstauen und so weiter für den nächsten Quest, den wir dann in Weißlauf wieder auswählen werden. Mal schauen. Ja, genau. Sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Bis dann. Tschüss. Tschüss.